Yo, wir sind Genetik, ich bin Caruso, das ist Sick the Fucking Kid. Wir sind auf Google Play. Am 21.06. kommt unser Album DNA. Wenn ihr richtigen Rap hören wollt, besorgt euch das schnell. Yo, zu den wichtigsten Alben in den letzten paar Jahren, die rausgekommen sind, die für unsere Musik auch die Einfluss auf unsere Musik genommen haben, gehört auf jeden Fall ASAP, sowohl das Mixtape als auch das aktuelle Album, weil ja, das seit sehr langer Zeit endlich mal wieder Rap mit Style ist. Irgendwie schafft er es, alte Elemente zu verbinden mit neuen Sachen. Das funktioniert bei uns ja relativ ähnlich und trotzdem ist es super modern und ja, eigentlich so vorreitermäßig. Deswegen auf jeden Fall die ASAP als Künstler insgesamt und das aktuelle Album im Besonderen. Dann eine krasse Band, die auf jeden Fall auch unseren Geschmack prägt und uns beeinflusst, ist Rammstein. Ich kann mich jetzt albummäßig nicht wirklich entscheiden. Reise, Reise, Mutter, vielleicht das Stärkste auf jeden Fall. Das sind krasse Künstler, die Musik ist heftig gut, die Videos sind krass, die sie machen. Immer nur Rap ist auch scheiße, also Rammstein als Empfehlung von uns. Good Kid, Mad City von Kendrick Lamar war auf jeden Fall auch eins der interessantesten Releases, die in jüngster Zeit veröffentlicht wurden. Allerdings auch schon die Sachen, bevor er bei Drake gesigned war. Der Grund liegt einfach darin, dass die Mucke irgendwie ein krasser Gegenpol ist zu dem, was sonst in Amerika so rauskommt. Sehr chillig und das Tempo ist einfach ein ganz anderes, der Vibe ist ein ganz eigener und allein schon deshalb, einfach weil es einzigartig und auch fresh, modern ist, ohne irgendwie so, ohne zu plastisch daherzukommen. So ist einfach organisch, natürlich, kommt cool, ist geil.